Alles klar, Dankeschön. Schönen guten Abend zusammen. Erstmal kurz zu mir. Ich bin Julia Molle. Ich besuche euch heute von der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt, kurz auch PTB. Was die macht und was die ist, da komme ich gleich noch drauf zu sprechen. Ich bin aus Abteilung oder AG 312 und wir beschäftigen uns hauptsächlich mit optischen Analysemethoden, wie auch da schön zu sehen ist und alles steht. Genau, das heißt, ich werde euch heute hauptsächlich irgendwas über optische Sachen und Optik erzählen. Aber zunächst erstmal noch wirklich vielen Dank, dass ich hier heute euch was erzählen darf. Wahrscheinlich kann ich auch noch gar nicht auf so eine lange wissenschaftliche Karriere zurückblicken, wie die meisten von den Referenten, die ihr bisher sonst so hattet, die, weiß ich nicht, großgewachsenen, graumelierten Herrschaften. Von daher, ja, vielen Dank, dass ich heute hier euch ein bisschen was erzählen kann. Und auch das Format von eurem Science Pub war mir so noch gar nicht bekannt. Finde ich echt super coole Idee. Ich meine, ihr habt Getränke, seid versorgt, der Raum hat auch eine gewisse Stimmung. Gut, okay, jetzt genug der Vorrede, kommen wir dazu, weshalb ihr heute hier seid. Und zwar wollt ihr was hören oder kennenlernen über die DNA-Nanotechnologie. Und hauptsächlich möchte ich da eingehen auf die Anwendung für die Superauflösungsmikroskopie. Aber ich werde euch auch noch ein bisschen was über andere Anwendungsmöglichkeiten erzählen. Und dazu zählt unter anderem auch der Bereich der Metrologie. Das ist jetzt wahrscheinlich das Wort, das euch bei dem Titel am wenigsten bekannt vorkommt. Genau, Metrologie hatte ich schon gesagt vorhin, ist wahrscheinlich das Wort, der Begriff, der euch am wenigsten sagt auf den ersten Blick. Und was Metrologie mit der PTB zu tun hat und mit den Nanotechnologien, das möchte ich euch erstmal zu Beginn erklären. Also die PTB an sich ist das Nationale Metrologieinstitut in Deutschland. Was bedeutet Metrologie? Metrologie ist die Wissenschaft des Messens. Also alles oder alle Fragen, die sich mit richtigem und exaktem Messen beschäftigen, die werden von der PTB adressiert und bearbeitet. Und warum das so ist oder der Grund dafür, da müssen wir jetzt mal ein paar historische Fakten uns anschauen, um das ein bisschen besser zu verstehen. Gegründet wurde die PTB bereits 1887 von Werner Siemens und Hermann von Helmholtz. Und es gab eigentlich zwei wesentliche Gründe, die zur Gründung der PTB geführt haben. Zum einen fand im 19. Jahrhundert die Industrialisierung statt. Hauptsächlich zwar in England, aber in gewissen Teilen ist es natürlich auch zu uns nach Deutschland rübergeschwappt. Und vor dem Hintergrund war es nötig, dass man immer bessere und immer feinere Messtechniken etablieren musste. Also ihr könnt euch das ganz gut vorstellen, Zahnräder zum Beispiel. Wenn die nicht perfekt aufeinander abgestimmt sind, können die nicht ineinander greifen und euer Prozess funktioniert halt nicht. Und der zweite Punkt, den es gab, den finde ich eigentlich noch viel essentieller, nämlich dass es international gültige und einheitliche Maße geben musste, damit man eben vernünftig und vergleichbar messen konnte. Und um das zu verstehen, möchte ich Sie noch mal ein bisschen weiter in der Zeit entführen, und zwar sogar bis ins Mittelalter. Wenn man im Mittelalter auf den Markt gegangen ist und dort beispielsweise Stoffe für seine Kleidung einkaufen wollte, dann gab es da zwar auch schon Maße, sowas wie Zoll, Fuß oder Elle. Haben Sie wahrscheinlich auch schon irgendwie mal gehört. Wenn man das weiter abstrahiert, kann man sich jetzt natürlich glücklich schätzen, wenn man bei jemandem eingekauft hat, der extrem lange Arme hatte oder extrem große Füße, hat man entsprechend mehr für den Stoff bekommen oder mehr Stoff für sein Geld bekommen, so rum. Auf der anderen Seite hat das natürlich auch einen Riesenspielraum für Betrug gelassen. Also genauso gut hätten sie übers Ohr gehauen werden können. Vor dem Hintergrund hat es sich dann etabliert, Vergleichsmaße zu entwickeln. Und ein ganz regionales Beispiel, was ich dazu mitgebracht habe, ist tatsächlich die Braunschweiger Elle. Also im 16. Jahrhundert wurde in Braunschweig eben ein Maß entwickelt, das eben als Vergleich war. Und wenn Sie mal in Braunschweig sind und das alte Rathaus besuchen, dann finden Sie tatsächlich dort im Mauerwerk eingelassen
diese Stückchen Metall, das eben auf dem Marktplatz dann für alle zugänglich war. Also sowohl der Verkäufer, aber auch Sie als Käufer selbst konnten dann da hingehen und an diesem Material und an diesem Längenmaßstab kontrollieren, ob Sie wirklich das bekommen haben, was Sie bezahlt haben. Das Problem war aber damals, dass diese Definition der Elle von Ort zu Ort und von Markt zu Markt unterschiedlich war. Also wenn Sie in Erfurt waren oder in München, dann hatten Sie dort ganz, ganz andere Maße. Die Idee natürlich von so einem Vergleichs- oder Referenzmaterial beziehungsweise einem Standard ist natürlich schon mal schön und gut, aber auf Dauer so in der Form natürlich nicht zufriedenstellend. Es musste also eine Institution geben, die eben genau das kontrolliert, die dafür sorgt, dass es überall vergleichbare Größen gibt, die man eben zum Messen nutzen kann. Und wie gesagt, als nationales Metrologieinstitut ist genau das die Aufgabe der PTB. Zum einen zählt dazu noch die Bestimmung von Fundamental- und Naturkonstanten. Warum das Ganze? Dem geht eine relativ revolutionäre Neuerung zugrunde. Am 20. Mai in diesem Jahr ist das SI-System neu definiert worden. SI-System, das beinhaltet alle Basiseinheiten, kennen Sie wahrscheinlich, Meter, Sekunde, Kilogramm. Die sind jetzt alle neu definiert. Und der Grund dafür war, wenn wir mal beim Kilogramm bleiben, das war oder ist eine Kugel aus Platin, glaube ich, die eben das ultimative Bezugsnormal war. Also alles, was gemessen wird, wird irgendwie im Laufe der Zeit an dieses Kilo angekoppelt. Und das Problem aber bei so einem Artefakt ist, es verändert sich. Also wenn Sie jetzt irgendwie mal googeln nach dem Urkilo, nicht jetzt, ne, wir haben Pubquiz, keine Handys, dann werden Sie lesen können, dass das Urkilo seine Masse verändert. Also es ist im Laufe der Zeit immer leichter geworden. Hat natürlich ziemlich große Auswirkungen. Denn wenn das der Referenzwert ist oder der Standard und der sich verändert, verändern sich natürlich auch alle anderen Wiegesysteme. Darum hat man beschlossen, dass eben am 20. Mai alle SI-Einheiten über Naturkonstanten, die festgelegten Werten entsprechen, dass die nun darüber definiert werden. Und das Kilogramm beispielsweise, das wird jetzt über die sogenannte Planck-Konstante definiert. Und dazu hat man eine hochreine Siliziumkugel erzeugt. Das ist wirklich das bisher von Menschenhand geschaffen oder das rundeste von Menschenhand geschaffene Objekt. Und in diesem kann man die Siliziumatome sehr, sehr genau zählen. Darüber dann die Masse bestimmen und letzten Endes auf das Kilo zurückführen. Außerdem beschäftigt sich die PTB, wenn sie schon die Naturkonstanten definiert, natürlich auch damit, dass diese Einheiten bewahrt und weitergegeben werden sollen. Also wenn Sie an die Uhrzeit denken, alle Uhrzeiten werden von den Atomuhren der PTB per Funk weiterverteilt. Auch beschäftigen wir uns mit Sicherheitstechniken, im Zuge von Fridays for Future relativ aktuell, also Belastungen der Luft durch irgendwelche Stickoxide oder sonstiges oder auch die Überwachung von oder das Verhalten von Gasen, mögliche explosionsgefährdende Stoffe und so weiter. Um diese ganzen Aufgaben zu realisieren, arbeitet die PTB nicht alleine. Also wir arbeiten viel mit der Industrie und anderen Kooperationspartnern wie beispielsweise Universitäten zusammen, um eben immer auf dem neuesten Stand der Forschung zu bleiben und alles eben quasi up to date zu halten. Letzten Endes sorgen all diese Aufgaben dafür, dass wir die Möglichkeit schaffen, vertrauensvoll und ganz präzise zu messen. Denn nur wenn wir das können, dann können wir auch unsere Größen quantifizieren. Und um das nochmal ein bisschen deutlicher zu machen, wenn Sie im Supermarkt sind und ein Kilo Obst kaufen oder beim Arzt ein Medikament, das einen Mol Wirkstoff beinhalten soll, dann müssen Sie sich darauf verlassen können, dass Sie diese Werte, egal wo Sie sind, beim, keine Ahnung, Work and Travel in Australien oder Neuseeland oder beim Studentenaustausch in den USA, da müssen Sie sich darauf verlassen können, dass diese Werte immer gleich sind. Und das
Also dieses genaue Messen wird dann besonders wichtig, wenn es darum geht, sehr, sehr geringe Konzentrationen oder auch ganz, ganz kleine Objekte untersuchen zu wollen. Und der Grund dafür, jetzt können wir abschweifen in die biologische Schiene, liegt in der Skala des Lebens. Denn das, was uns als Menschen wirklich am meisten aus biologischer Sicht beeinflusst, liegt auf einer Größenordnung, die wir mit bloßem Auge nicht mehr sehen können. Und das sichtbar zu machen und das untersuchbar zu machen, stellt die Wissenschaft bis heute wirklich vor große Herausforderungen. Mit der herkömmlichen Lichtmikroskopie, wie Sie das vielleicht aus der Schule oder aus dem Studium bei Zeiten wahrscheinlich noch kennen, können wir Strukturen anschauen, die in einem Größenbereich von 200 Nanometern bis einem Millimeter liegen. Das sind zum Beispiel Bakterien oder tierische Zellen, aber auch die Feinstruktur der menschlichen Haare können wir so sehen. Das, was jetzt aber auch diese Komponenten wieder beeinflusst, also das, was in einer tierischen Zelle steckt, das liegt wieder auf einer viel, viel kleineren Größenordnung, also unter 200 Nanometer und kann mit dem herkömmlichen Lichtmikroskop nicht mehr dargestellt werden. Es gibt mittlerweile aber eine Technik, die diesen Bereich abbilden kann und das ist die Superauflösungsmikroskopie. Die Superauflösungsmikroskopie basiert auf dem Phänomen der Fluoreszenz. Und Fluoreszenz ist ganz allgemein gesagt die spontane Emission von Licht aus einem Molekül, das vorher angeregt wurde. Also wenn wir uns das mal hier in so einem Energiediagramm anschauen, dann befindet sich ein Molekül zunächst im energetischen Grundzustand. Wenn jetzt Licht eingestrahlt wird, wird das Molekül angeregt und gelangt auf ein höheres Energieniveau. Dort gibt es einen gewissen Teil der Energie, die es aufgenommen hat, in Form von Wärme ab. Und aus diesem niedrigeren Energieniveau fällt das Molekül dann unter Aussenden von Licht in den Grundzustand zurück. Und dieses Licht, diese Fluoreszenz, können wir dann nutzen, um Zellen beispielsweise abzubilden, so wie hier gezeigt. Und was bei diesen Strukturen jetzt auffällt, ist, dass die irgendwie relativ verschwommen erscheinen. Also man sieht zwar, da ist was abgebildet, aber so wirklich viele detailreiche Informationen kriegt man aus dieser Abbildung nicht raus. Und das liegt an dem sogenannten Beugungslimit. Das Beugungslimit ist der Abstand, den zwei Objekte voneinander haben müssen, damit man sie noch getrennt wahrnehmen kann. Und das wird definiert durch das sogenannte Abbe-Limit und liegt bei ungefähr 200 Nanometern. Wenn wir jetzt also zwei leuchtende Objekte haben, dann lässt sich die Emission durch so zwei Gauss-Kurven darstellen. Und diese beiden Objekte liegen jetzt so nah beieinander, dass ihre Emission überlappt und für uns als Betrachter erscheint nur ein verschwommenes und nicht mehr getrennt aufzulösendes Objekt. Da die Bestandteile, die ich zu Anfang angesprochen hatte, ja unter diesem Beugungslimit liegen, müssen wir das also irgendwie umgehen. Und das funktioniert mit Hilfe eben der superauflösenden Fluoreszenzmikroskopie. Und die macht sich das zeitlich sequentielle Schalten von Molekülen zunutze. Und das Prinzip dahinter sieht aus wie folgt. Zunächst sorgt man dafür, dass sich nur ein Molekül im sogenannten Anzustand befindet. Also nur ein Molekül leuchtet. Dann versucht man, dieses Molekül auszuschalten und das zweite Molekül, das benachbarte, zur Fluoreszenz anzuregen. Und dieser Schaltprozess wiederholt sich mehrere Male, sodass man im Endeffekt dann mit nanometergenauer Präzision diese beiden Moleküle abbilden kann und somit auch ganz genau einen Abstand zwischen ihnen bestimmen kann. Das führt dann dazu, dass wir die Zelle, die ich gerade gezeigt habe, deutlich detailreicher und eben mit viel, viel mehr Informationen abbilden und darstellen können. Ich möchte noch einen kleinen Exkurs geben in die Möglichkeiten, die man hat, um dieses Schalten zu erzeugen, um eben das Beugungslimit zu umgehen. In der Fluoreszenz-Community wird ganz, ganz häufig mit Kürzeln gearbeitet. Also wie hier, das erste PALM steht für Photoactivated Localization Microscopy.
Und dort wird mit fluoreszierenden Proteinen gearbeitet, die sich durch bestimmte Wellenlängen an- und ausschalten lassen. Der bekannteste Vertreter dabei ist das GFP, vielleicht auch schon mal gehört, grün fluoreszierendes Protein, kann beispielsweise eingesetzt werden, um an Gene gekoppelt zu werden, so dass man dann den Einbau der Gene nachvollziehen kann und wirklich so eine gesamte Katze dann grün leuchtend darstellen kann. Die nächste Methode ist die Stochastic Optical Reconstruction Microscopy oder kurz STORM. Prinzip ist eigentlich fast das gleiche. Man hat hier fluoreszierende Farbstoffe, die man unter bestimmten Pufferbedingungen betrachtet und in den Puffern leuchten diese Moleküle vergleichsweise wenig. Hier nochmal kurz illustriert, also mit herkömmlicher Belichtung würde man einfach nur so ein verschwommenes etwas sehen, was man nicht genau definieren oder charakterisieren, geschweige denn irgendwie untersuchen kann. Mit STORM werden die meisten Moleküle eben ausgeschaltet und durch Anregen einer bestimmten Wellenlänge werden dann zufällig verteilt die Moleküle wieder aktiviert. Man kann das Zentrum markieren und somit dann sein Bild oder seine Struktur entsprechend rekonstruieren, sie analysieren, sie vermessen und wirklich ganz gezielt Informationen bekommen. Die letzte Methode, die hier als Paint bezeichnet ist und noch ausgegraut ist, da komme ich später nochmal zu. Da müssen wir ein bisschen erstmal noch in den Folien voranschreiten. Okay, ich habe jetzt vorgestellt, was für Mittel und Wege wir haben, um eben Strukturen unter 200 Nanometern aufzulösen. Jetzt stellt sich für mich, der sich damit beschäftigt, Dinge ganz genau und akkurat zu messen, natürlich die Frage, gibt es in der Biologie eine Struktur, die mir das ermöglicht, also die quasi immer gleich ist? Bei der Superauflösungsmikroskopie ist es so, dass eigentlich die Darstellung von Zellen oder Bestandteilen der Zelle, also Zytoskelett oder ähnliches, das Maß aller Dinge sind, wenn es darum geht, Abstände zu bestimmen oder die Auflösung von meinem Mikroskop zu zeigen. Aber die Frage ist, sind das wirklich Standards? Also können die wirklich als Referenz dienen, um verlässliche Größenordnungen mir wiederzugeben? Denn so ein ganz definiertes Nanoobjekt muss bestimmte Kriterien natürlich erfüllen. Also ich brauche zum einen eine homogene Struktur, also eine immer gleiche, identische Struktur, auf der ich eine definierte Anzahl von Molekülen anbringen kann. Diese Struktur sollte natürlich auch stabil sein, also sollte mir nicht nach 2 Sekunden wieder zerfallen, dann habe ich nicht viel gewonnen. Und natürlich auch transportabel, ohne relativ großen Aufwand. Denn ich will ja nicht nur mein Mikroskop, was bei mir im Labor steht, prüfen, sondern auch bei Kooperationspartnern oder bei anderen Bekannten quasi. Aber der wichtigste Punkt, der wirklich wichtigste Punkt ist, dass diese Strukturen reproduzierbar sein müssen. Also ich muss in jedem quasi Ansatz, den ich herstelle, immer dieselben Strukturen herstellen. Und wenn Sie sich hier dieses Bild der Zellen mal anschauen, so schön farblich das auch ist, es fällt auf, dass die Zellen alle unterschiedlich sind. Das heißt, aufgrund ihrer Individualität, was ja eigentlich das Tolle an der Biologie ist, können wir solche Zellen nicht als Standard verwenden. Man braucht also irgendwas anderes. Und zum Glück gibt es mittlerweile etwas anderes. Und witzigerweise ist das auch ein Biomolekül, nämlich die DNA, die Desoxyribonukleinsäure. Der Träger unserer Erbinformation. Und den kann man tatsächlich einsetzen, um Nanostrukturen herzustellen. Denn die DNA besteht aus einer Doppel- oder liegt in einer Doppelhelix vor. Sie besteht also aus 2 Strängen. Und diese Stränge sind komplementär zueinander. Das bedeutet, die einzelnen Stränge lagern sich nur dann zusammen, wenn sich ganz bestimmte Basen gegenüberstehen. Das sind zum einen Guanin und Cytosin und Thymin und Adenin. Und diese ganz spezifische Wechselwirkung zwischen den DNA-Strängen ermöglicht uns tatsächlich das Bauen von Nanoobjekten. Und die Technik oder Strukturen, die auf Basis
dieser spezifischen Wechselwirkung entstehen, werden als DNA-Origamis bezeichnet. Origami sagt Ihnen wahrscheinlich was, ist die japanische Kunst des Papierfaltens. Und so abstrakt das auch erstmal klingen mag, tatsächlich kann man mit DNA zwei- oder dreidimensionale Strukturen falten. Und das Prinzip dahinter sieht aus wie folgt. Man hat zunächst einen langen, zirkulären DNA-Einzelstrang, dessen Sequenz bekannt ist. Also man kennt die genaue Abfolge von Adenin, Guanin, Thymin und Cytosin in diesem Gerüststrang. Zudem gibt man dann kurze DNA-Stückchen dazu, die zu einem ganz bestimmten Bereich in diesem Gerüst komplementär sind. Das Ganze wird einmal erhitzt, damit sich die Sekundärstrukturen lösen, und dann kontrolliert abgekühlt. Und während dieses kontrollierten Abkühlprozesses passiert es, dass sich eben diese kurzen Stücke an genau die Position im Gerüststrang lagern, für die sie vorgesehen sind. Und all das passiert wirklich ganz eigenständig aufgrund dieser spezifischen Wechselwirkung der Stränge untereinander. Also ich kann mit dieser DNA-Origami-Technik eine ganz definierte Struktur erzeugen, und das alles nur durch die Selbstorganisation, also durch wirklich das eigenständige Zusammenlagern dieser Stränge. Und erst Informationen, ob diese Strukturen tatsächlich so aussehen, wie ich mir das am Computer oder in meinem Hinterkämmerchen überlegt habe, kann ich mit Hilfe der Rasterkraftmikroskopie, also AFM-Mikroskopie, anschauen. Und Sie können sehen, wir hatten vorhin ein Rechteck quasi, oder ich hatte hier ein Rechteck gezeigt. Und das finden wir auch hier unter den AFM-Aufnahmen sehr, sehr gut wieder. Diese Rechteckstruktur, wir bleiben mal dabei, kann man jetzt noch weiter bearbeiten und modifizieren, um solche DNA-Origamis für ganz verschiedene Techniken und Anwendungen noch nutzbar zu machen. Da gibt es zum einen die Möglichkeit, dass man Modifikationen direkt während dieses Faltungsprozesses dazugibt. Das sorgt dafür, dass dann die Modifikationen fest in der Nanostruktur integriert sind. Zum anderen besteht die Möglichkeit, dass man Verlängerungen während der Faltung einbringt. Also diese sind dann nicht komplementär zu irgendeinem Teil in diesem Gerüststrang, sondern sind als Überhang frei und können so Moleküle binden, die ich später erst dazugebe. Ganz unabhängig von der Art der Modifikation kann man sich so eine Struktur tatsächlich wie ein molekulares Steckbrett vorstellen. Erinnert auch so ein bisschen an das Spielen mit Legosteinen. Man hat wirklich eine Platte, auf der man an ganz gezielten oder an ganz spezifischen Positionen mit hoher Genauigkeit seine Moleküle anbringen kann. Und ich bin Ihnen ja noch eine Methode schuldig, die es zu erklären gilt für das Schalten, und zwar die Methode auf jeden Fall Point Accumulation for Imaging in Nanoscale Topography. Und das beruht darauf, dass die Moleküle, die Fluoreszenzmoleküle, kurzzeitig an mein Ziel anbinden und sich danach wieder ablösen. Und diese Methode wird ganz, ganz häufig in Kombination mit den DNA-Origamis verwendet. Und zwar, wir bleiben wieder bei unserem Rechteck. Das verfügt über zwei von den Verlängerungen, die ich gerade gezeigt habe. Und diese Strukturen werden dann über einen Proteinkomplex, also es gibt spezifische Wechselwirkungen zwischen den Molekülen, die dafür sorgen, dass ich diese Origami-Struktur fest auf meiner Oberfläche anbringen kann. Dann werden die Marker dazugegeben, sogenannte Imager-Stränge. Das sind kurze DNA-Stränge, die unten ein Fluoreszenzmolekül tragen, und die sind spezifisch oder sind komplementär zu den Verlängerungen, die aus der Nanostruktur herausschauen. Zum Leuchten bringen muss ich das Ganze natürlich auch noch. Dafür nutze ich einen Laserstrahl, der so auf die Probe gebracht wird, dass ein evaneszentes Feld entsteht. Und dieses evaneszente Feld sorgt dafür, dass meine Moleküle nur dann fluoreszieren, also nur dann leuchten, wenn sie tatsächlich auf meine Origami-Struktur gebunden sind. Diese Bindung ist nur relativ kurz, also die Moleküle lösen sich dann wieder, diffundieren davon und die Fluoreszenz
erlischt. Und auch dieser Prozess wiederholt sich mehrere Male und generiert eben dieses notwendige Schalten, um das Beugungslimit zu umgehen und Strukturen unter 200 Nanometer aufzulösen. Diese Methode wird dann ganz spezifisch als DNA-Paint bezeichnet. Und wenn Sie sich so eine Struktur anschauen mit zwei Verlängerungen, dann erhalten Sie letzten Endes so ein Bild. Und tatsächlich sind diese beiden Punkte, die Sie hier sehen, 6 Nanometer auseinander. Also wirklich, ja, über 10-mal kleiner als das Beugungslimit. Okay. Gut, jetzt haben wir eigentlich alles, was wir brauchen, um so ein bisschen in die Anwendung reinzuschauen, wofür man diese Nanostrukturen denn alles benötigen kann. Also wir haben gesehen, wie man Strukturen auflösen kann und wir haben auch kurz gesehen, wie man solche Strukturen herstellt. Ich möchte anfangen mit dem Einsatz als Nanoruler, also als Auflösungslineale für eben die Fluoreszenzmikroskopie. Es gibt diese Strukturen in den unterschiedlichsten Formen, als Rechteck oder als Stäbchen, und es lassen sich auch beliebig viele Moleküle, also sprich Fluoreszenzmarker, auf diesen Strukturen anbringen. Es können 2 sein, 3 oder auch der Länge nach die komplette Seite können markiert werden. Und da stellte sich zunächst natürlich die Frage, ist denn dieser Abstand von meinen Fluoreszenzmarkern, die ich da so genau anbringen kann, stimmt das denn auch? Also entspricht das wirklich dem, was ich mir überlegt habe? Und vor dem Hintergrund haben die PTB zusammen mit Doktoranden der TU Braunschweig einen Kalibrierprozess erarbeitet, eben genau um bestimmen zu können, wie verlässlich eben solche Abstände bestimmt werden können. Und der erste Schritt für so einen Prozess ist, dass man sich überlegt, was denn alles einen Einfluss hat auf diese Größe. Also wir möchten irgendwie XY Nanometer am Ende raus haben. Was hat denn alles einen Einfluss darauf? Das wird dargestellt in einem sogenannten Ishikawa-Diagramm. Also in einem solchen Diagramm werden alle Einflussparameter aufgenommen, die eben relevant sind. Anschließend haben die Kollegen der PTB ein Objektmikrometer kalibriert, denn Fluoreszenz ist, wie gesagt, ist ein Prozess, bei dem nur indirekt oder indirekt Informationen gewonnen werden. Das heißt, wir haben denen quasi ein Lineal gegeben, das haben sie untersucht und genau vermessen, und mit diesem kalibrierten Lineal haben wir dann an der TU Braunschweig die Fluoreszenzmikroskope kalibriert und konnten somit dann Strukturen herstellen und die Abstände bestimmen und eine erweiterte Unsicherheit von 2,4 Nanometern angeben. Das heißt also, wenn wir diesen Abstand hier theoretisch designen, dann stimmt der auch mit 2,4 Nanometern plus minus so überein. Und das ist wirklich sehr, sehr beeindruckend. Also für biologische Proben ist es wirklich ein Meilenstein, dass wir durch dieses Vorgehen zeigen konnten, dass diese Origamis so gut reproduzierbar und auch mit so einer hohen Qualität reproduzierbar sind, dass wir die eben auf die Basiseinheit Meter tatsächlich zurückführen konnten und sie auch jetzt mittlerweile als wirklich Auflösungsstandard einsetzen können. Ein weiterer Punkt oder weitere Anwendungsmöglichkeiten für diese Strukturen, die ein bisschen komplexer sind, ist beispielsweise das Positionieren von Nanopartikeln oder Proteinen. Warum kann das interessant sein, Proteine beispielsweise auf so eine Struktur zu binden? Wenn man Proteine abbilden möchte und auch Proteine hinsichtlich ihrer Größe bestimmen will, dann ist die Orientierung des Proteins ein sehr wichtiger Faktor. Wenn man sich hier so ein Beispielprotein mal anschaut, was 2 Fluoreszenzmarker trägt und das Protein so aufrecht steht, sage ich mal, wie hier gezeigt, dann ist die Bestimmung des Abstands so in der Form relativ einfach. Kritischer wird es, wenn das Molekül beginnt, sich zu neigen. Wenn Sie von oben auf das Protein draufschauen, dann wird sich optisch der Abstand für Sie verringern. Das heißt,
Die eigentliche Information können sie nicht widerspiegeln oder nicht wiedergewinnen, wie gesagt, da der Abstand sich eben durch die Orientierung verändert. Ganz schlimm wird es, wenn das Protein komplett um 90 Grad kippt, dann überlagern die beiden Signale und sie können gar keine Abstands- oder Größeninformationen von dem Protein gewinnen. Das heißt also, man muss irgendwie versuchen, diese willkürliche Orientierung von dem Protein zu unterdrücken. Und auch das geht mit Hilfe von DNA-Origami-Strukturen. Dieses Modellprotein kann so, wie es hier gezeigt ist, nicht spezifisch auf das Origami binden, aber Biologie ist vielfältig. Wir können hier ein bisschen Gott spielen und das modifizieren und einen DNA-Strang dran binden. Dieser Strang wird an alle Untereinheiten angekoppelt. Ich habe das jetzt mal hier nur für eine dargestellt, der Übersichtlichkeit halber. Genau, und über diese DNA-Sequenz können wir das Protein auf die Nanostruktur binden. Denn die Nanostruktur selbst hat hier in blau dargestellt entsprechende Überhänge, an die eben diese Sequenz hier binden kann, weil sie komplementär ist. Also in Summe sieht das dann so aus tatsächlich, dass man hier dieses Protein ganz gezielt auf die Nanostruktur binden kann. Kann man sich auch zunächst wieder unter dem Rasterkraftmikroskop anschauen, wieder die rechteckigen Strukturen und das Helle hier in der Mitte ist tatsächlich das Protein. Die Rasterkraftmikroskopie ist natürlich schon gut, aber so richtig auflösen tut mir das diese Methode noch nicht. Das heißt, wir greifen wieder auf das DNA-Pane zurück. Also wir geben unsere kurzen Imager-Stränge dazu, die uns eben diese Struktur dann auch optisch abbilden und erhalten hier Größen zwischen 30 und 14 Nanometern. Das kann man sich dann wirklich unter dem Mikroskop anschauen. Die grünen beugungsbegrenzten Punkte hier, das sind unsere Origami-Strukturen. Hier an der Seite haben wir zusätzlich zur Identifikation eben nochmal diese grünen Farbstoffmoleküle angebracht. Und in der Mitte zu sehen, eben das super aufgelöste Protein. Hilft jetzt erstmal nicht so viel. Wenn wir mal reinzoomen und uns diese Struktur ein bisschen genauer anschauen, dann können wir tatsächlich sehen, dass wir wirklich die Bestandteile aufgelöst bekommen und eben Teile dieses Proteins widerspiegeln können. Und wenn wir diese Abstände dann nochmal alle summieren und uns anschauen, dann können wir tatsächlich sehen, dass wir die theoretischen Abstände in einem gewissen Maß recht gut widerspiegeln können. Das Ende vom Lied oder die zentrale Aussage der Bilder und Graphen, die ich gerade gezeigt habe, ist, dass wir mit Hilfe der Origamis Proteine binden können und somit zugänglich machen können für die Superauflösungsmikroskopie, also zugänglich machen können für Analysemethoden unter Raumbedingungen, sprich sehr, sehr humanen Bedingungen eben. Eine weitere Anwendungsmöglichkeit für diese Nanostrukturen ist, dass man Nanopartikel darauf anbringt. Nanopartikel sorgen dafür, dass Signale verstärkt werden können. Da komme ich später nochmal ein bisschen genauer drauf. Und wenn wir quasi unser Fluoreszenzmolekül dort zwischenbringen, können wir, wie gesagt, das Signal verstärken. Und der Vorteil ist, dass wir auch Kontrolle darüber haben, wie viele Moleküle wir dort anbringt zwischen diesen Nanopartikeln. Sowas lässt sich beispielsweise einsetzen, um nachweisen zu können, ob bestimmte Komponenten in einer Lösung vorhanden sind. Das wurde exemplarisch mal mit DNA gezeigt. Also man hat quasi so eine Schlaufenstruktur gemacht, bei der eben keine Fluoreszenz zu detektieren ist. Wird dann das entsprechende Gegenstück zugegeben, entknäuelt sich der grüne DNA-Strang, dadurch, dass er eine größere Affinität hier zu dem blauen hat. Das Ganze entwindet sich und das Molekül hier unten kann wieder leuchten. Ist hier zu sehen durch diese gelben Punkte. Wie gesagt, grün ist das Origami selbst, um es wiederzufinden. Gelb sind die Strukturen, wo eben diese Zielsequenz gebunden hat, der Knoten gelöst wurde und das Molekül wieder leuchten kann.
Ein letzter oder einer der letzten Anwendungspunkte, die ich noch kurz beschreiben möchte, ist der Wirkstofftransport. Dadurch, dass die DNA-Origamis sich auf diese spezifische Wechselwirkung miteinander beziehen, gibt es mittlerweile immer mehr Möglichkeiten, tatsächlich auch Ladung zu transportieren. Also es gibt wirklich Nano-Carrier beziehungsweise Nano-Robots, bei denen eben DNA-Stücke über einen gewissen Zeitraum und auch über eine gewisse Strecke an einen bestimmten Ort transportiert werden. Das Ganze funktioniert auch mit Hilfe von Enzymen. Sowas wird dann als DNA-Walker bezeichnet. Hier wird dann der entsprechende DNA-Strang durch ein Enzym abgeschnitten und der DNA-Strang, der dann frei ist, sucht sich natürlich schnellstmöglich wieder einen passenden Partner, um an den binden zu können und läuft somit auch über einen gewissen Zeitraum über entsprechend eine gewisse Strecke. Origamis können auch tatsächlich für die Medikation eingesetzt werden. Also es können Strukturen gefaltet werden, die mit Wirkstoffen versetzt werden. Also Wirkstoffe, die sich in die DNA einlagern und dann quasi einem Patienten gespritzt werden. Die Tumorzellen nehmen dann durch Phagozytose, also Aufessen sozusagen solcher Strukturen, die Strukturen auf und vernichten sich quasi selbst. Was den Gedankengang verfolgt, sind wirklich Nano-Carrier oder DNA-Boxen, so wie hier gezeigt. Bei denen hat man sich überlegt, dass man sie natürlich öffnen und schließen kann, sprich also ein Medikament oder einen Botenstoff in diese Kiste hineinfüllt und sich diese Kiste nur dann öffnet, wenn eben das entsprechende Gegenstück vorhanden ist, was dafür sorgt, dass eben diese Klappen oder die DNA-Stränge hier sich lösen und aufgehen. Also es, ja, DNA-Origamis können nicht nur für die Medikation an sich, sondern auch für das Censoring eingesetzt werden. Und Censoring ist ein relativ guter Stichpunkt, der mich dazu bringt, was denn jetzt PTB und DNA-Origami verbindet oder zukünftig verbinden soll. Mit den Origamis haben wir die Möglichkeit, Moleküle relativ genau zu positionieren. Aber was noch so ein bisschen fehlt, ist die Information eigentlich über das Molekül selbst. Also bei Fluoreszenz ist es so, wir detektieren Licht. Entweder grün, rot, blau, verschiedene Farben, aber die genauen Eigenschaften des Moleküls, was da Licht aussendet, die fehlen uns, an die kommen wir nicht ran. Und bei der Informationsgewinnung über die Molekülcharakteristik, da kommt jetzt die PTB ins Spiel, denn in der Abteilung, in der ich jetzt arbeite, verwenden wir eine ganz bestimmte Methode oder eine ganz bestimmte Technik, um eben Moleküle charakterisieren und quantifizieren zu können. Und das ist die Raman-Spektroskopie. Raman-Spektroskopie ist die inelastische Streuung von Licht an einem Molekül, die in einem ganz spezifischen Spektrum resultiert. Und um das ein bisschen zu erklären, schauen wir uns mal so ein Molekül ganz theoretisch an. Also Moleküle werden meistens ja immer als zwei Kugeln dargestellt, die irgendwie mit einer Feder verbunden sind. Und im Grundzustand schwingt dieses Molekül schon so ein bisschen, also es bewegt sich um einen gewissen Frequenzbereich. Das ist hier durch diese blauen Striche mal dargestellt. Und wenn man nach Raman-Spektroskopie ein bisschen googelt, fällt ab und an mal der Begriff Tanz der Moleküle. Und ich finde das relativ treffend und auch eigentlich einen guten Aufhänger, um das zu erklären. Also das Molekül ist jetzt quasi in Ruhelage. Sie können sich das vorstellen, Sie sind auf von einer Studentenparty eingeladen und es kommt gerade ein Song, den Sie überhaupt nicht leiden können. Und Sie wollen kein Spielverderber sein, sind trotzdem auf der Tanzfläche und machen nur so halbherzig ein bisschen mit. Ist noch nicht ganz so prall, aber okay. Dann, da wir ja mit Optik arbeiten, wird dieses Molekül durch Licht angeregt und fängt dann an zu schwingen. Also es fängt an, die Frequenz oder seine Auslenkung wird größer. Lässt sich auch als Differenz quasi darstellen zwischen einem Lied, was jetzt nicht so gut gefällt,
und eben dem Song, den sie richtig cool finden, zu dem sie gerne tanzen und sich eben entsprechend bewegen wollen. Genau, also ein Schwingen hin und her zwischen diesen Molekülen. Und diese Bewegung, also dieser Unterschied zwischen, ja, das Lied ist blöd, man hat nicht so wirklich Lust zu tanzen, und dem eben tollen Song, der lässt sich eben spektrographisch darstellen und eben durch einen Unterschied sichtbar machen. Für so ein lineares Molekül ist so ein Spektrum relativ einfach. Also es ist, wie gesagt, das hier ist nur schematisch dargestellt, es entspricht nicht einem realen Spektrum. Wenn wir uns jetzt mal ein Molekül anschauen, was ein bisschen komplizierter ist, Wasser zum Beispiel, das kann schon ein bisschen, ja, sich ein bisschen mehr bewegen, kann ein paar mehr Tanzschritte beziehungsweise Tanzbewegungen machen. Ich könnte jetzt fragen, ob jemand freiwillig einmal vortanzen möchte, aber ich glaube, das erspare ich Ihnen. Also, bitte? Nein. Genau, also, beim Wassermolekül ist es so, wir können das mal auf mich projizieren, also mein Kopf ist quasi das Sauerstoffmolekül, meine Hände sind die Wasserstoffe. Und wie gesagt, das Wasser kann jetzt ein paar mehr Bewegungen schon machen. Es kann einmal quasi die symmetrische Schwingung, also die Wasserstoffe bewegen sich auf mich zu und von mir weg, oder auch asymmetrisch, also quasi ein bisschen advanceder, ein bisschen dynamischer das Ganze agieren. Und zu guter Letzt, die dritte Bewegung, die das Wassermolekül machen kann, ist quasi so eine Art Klatschbewegung, eine Biegeschwingung. Und all diese Schwingungen resultieren auch wieder in unterschiedlichen Peaks in diesem Spektrum. Letzten Endes hat jedes Molekül seine ganz, ganz charakteristischen Tanzbewegungen und Tanzschritte. Man kann also wirklich davon ausgehen oder es so formulieren, dass jedes Molekül ein einzigartiges Spektrum hat, was mit einem Fingerabdruck von uns Menschen vergleichbar ist. Genau. Und wenn wir nun unsere Origamis einsetzen, um eben zu gewährleisten, dass wir ganz gezielt Moleküle anbringen können und diese dann mit Hilfe der Raman-Spektroskopie untersuchen, dann erhalten wir natürlich ein ganz charakteristisches Spektrum, was uns eben Informationen über die Bestandteile des Moleküls gibt. Wenn wir jetzt Biomoleküle anschauen, dann liegen die meistens in sehr, sehr geringen Konzentrationen vor. Das heißt, das Signal, das wir erhalten, ist relativ schwach und möglicherweise gar nicht zu detektieren, weil Rauschen beispielsweise viel, viel größer ist und eben das eigentliche Signal, das wir haben wollen, überlagert. Aus diesem Grund nutzen wir die Goldpartikel, die Sie vorhin schon mal gesehen haben, um das Signal zu verstärken. Denn wenn solche Goldpartikel mit Licht angeregt werden, dann werden die Oberflächenplasmonen auf den Partikeln angeregt, sodass ein elektrisches Feld um diese Partikel entsteht, bei dem sich im Bereich zwischen den Partikeln ein sogenannter Hotspot, also ein Bereich mit sehr hoher elektrischer Feldverstärkung, ausbildet. Wenn man nun genau in diesen Hotspot ein Molekül bringt, dann wird auch die Signalverstärkung oder das Signal des Moleküls selbst viel, viel stärker, und somit können wir dann auch geringe Konzentrationen oder auch einzelne Moleküle untersuchen und charakterisieren. Was müssen wir dabei noch beachten oder wie bringen wir jetzt Raman und die DNA-Origamis zusammen, beziehungsweise was versprechen wir uns davon in der Zukunft? Durch die Nanostrukturen können wir natürlich versuchen, dass wir die Moleküle, die wir anschauen wollen, ganz genau in dem Bereich der maximalen Feldverstärkung anbringen können. Außerdem brauchen wir einen geringen Abstand zwischen den Partikeln. Das können wir auch durch die genaue Kontrolle mit Hilfe der Origami-Nanostrukturen realisieren. Denn je näher die Partikel zusammen sind, desto besser hier natürlich auch die Verstärkung, somit auch eine verbesserte Signalintensität. Also wir können oder wir wollen in Zukunft
ausnutzen, dass sich eben diese Struktur wie eine Lego-Platte verhält. Also wirklich ganz gezielt Moleküle dort angebracht werden können, damit wir sie eben charakterisieren können. Also das Wunsch oder das, was wir uns vorstellen zukünftig, ist quasi eine Art Screening-Assay. Also dass wir eine reale Probe beispielsweise von einem Patienten erhalten, die wir über unsere Nanostrukturen geben und dann ganz gezielt unterschiedliche Moleküle detektieren können, um eben beispielsweise Bestandteile des Blutserums ganz genau analysieren und quantifizieren zu können. Damit bin ich auch schon durch, wahrscheinlich schneller als gedacht. Genau, und möchte nochmal kurz zusammenfassen, was ich alles so erzählt habe. Also ich habe Ihnen die Physikalisch-Technische Bundesanstalt, die PTB, vorgestellt als das Nationale Metrologieinstitut in Deutschland. Also alles, was sich rund um das genaue Messen und richtige Messen dreht, das wird von der PTB behandelt. Ich habe versucht, ein bisschen zu verdeutlichen, wie wichtig das ist, ganz genau zu messen, dass wir uns darauf verlassen müssen, dass, wenn wir Medikamente kaufen, dass die natürlich richtig dosiert sind, dass wir davon keine Nebenwirkungen bekommen oder quasi ja noch schlimmer beeinträchtigt werden durch die Einnahme eines solchen Medikamentes. Und dass eben auch die Charakterisierung und Analyse von eben den kleinsten Objekten in unserem Körper extrem wichtig ist. Und um das realisieren zu können, wollen wir zukünftig auf die DNA-Origamis zurückgreifen. Die habe ich Ihnen vorgestellt als molekulares Steckbrett, auf dem sich eben mit Nanometer genauer Präzision Moleküle anbringen lassen können. Und habe Ihnen auch gezeigt, dass es eben diverse Anwendungsmöglichkeiten gibt, wofür man diese Strukturen einsetzen kann, die eben von Auflösungsnormalen, die mittlerweile so gut charakterisiert und quantifiziert sind, dass sie tatsächlich auch als Standardstruktur eingesetzt werden können, bis eben halt zu solchen Sachen, die für die Medikation oder beziehungsweise für medizinische Fragestellungen dann relevant sind. Ja, ich hoffe, ich konnte so ein bisschen Eindruck geben, was wir so unternehmen und vorhaben, und vielen Dank.